Was können Sie uns über Ihr Aufklärungsteam sagen? Wir haben es per Überwachungssystem überwacht, als der Kontakt abbrach. Jetzt ist das ganze System offline. Gibt's Infos über die bösen Jungs? Wir wissen, sie waren kurz vor 17 Uhr am Hauptgebäude. Keine Infos über die Stärke des Gegners. Es dürften aber viele sein. Geiseln? Unbekannt. Aber keine Forderungen? Nicht, dass ich wüsste. Das 7 im Landeanflug. Verstanden, das 7. Haben Sie Sichtkontakt? Ja. Verdunkelung. Mann, ich lebe für diesen Mist. Immer mit der Ruhe. Thank you.
Sie wissen nicht mal, wer Sie sind. Das ATC-Netzwerk ist offline. Sie müssen das Server-Center finden und zurücksetzen, damit ich ins System komme. Vielleicht sehen wir dann, was da drin abgeht. Gehen Sie mir aus dem Weg. Die Daten werden jetzt hochgeladen. Da ist ein Hinweis auf etwas namens Icarus. Das war wohl ein Bioengineering-Programm, das 1973 gestartet wurde. Hat was mit Gesundheit in Zusammenhang mit Mikrokavitation zu tun. Muskelschwund, Knochendichte, all sowas. Mm-hmm.
das zu stoppen, bis wir wissen, was die Synchronisation verursacht. Die Muster sind identisch mit dem letzten Mal, aber die Konsequenzen wären eindeutig wesentlich schlimmer. Nächste Nachricht von... Chuck Hebiger, ich habe Ihre Nachricht erhalten. Sie vergessen vielleicht, dass Vettel noch ein Kind war, als dies das erste Mal passierte. Und als Folge des Schlamassels musste Origin endgültig beendet werden. Diesmal sprechen wir von einem ausgebildeten Militärbefehlshaber mit telepathischer Verbindung zu hunderten blind gehorchenden Soldaten. Falls Sie sich Sorgen um den Zeitplan machen, dann stellen Sie sich mal vor, was passieren würde, wenn es zu einer ausgewachsenen Revolte käme. Nächste Nachricht von... Marshall Dissler. Hi, Marshall hier. Ich habe eben mit Chuck Hebiger telefoniert. Seine Aussagen beunruhigen mich. Wie er Ihnen sagte, will er das Programm vorübergehend stoppen. Ich muss ihm zustimmen. Wenn nur die geringste Chance eines weiteren Synchronizitätsereignisses besteht, müssen wir das ernst nehmen. Ich gehe persönlich zur Perseus-Anlage und mache mir ein Bild. Rufen Sie mich auf dem Handy zurück, damit wir das klären können. Ende der Nachrichten. Straßensperren errichtet. Nur die Rettungsteams haben Zutritt zum Sperrgebiet. Zurzeit liegen noch keine bestätigten Informationen zur Art der Geschehnisse vor. Terrorismus sei jedoch nicht auszuschließen, so ein Sprecher. Wir schalten um zu Diego Rodriguez, live vor Ort. Danke, Phil. Wie wir erfahren haben, kam es heute kurz vor 17 Uhr zu einer Schießerei im Hauptquartier der Armacup Technology Corporation, die für das Verteidigungsministerium arbeitet. Was dann geschah, ist noch unklar. Hubschrauber der US-Armee. Nicht schießen! Mein Name ist Norton Mapes. Ich bin Programmierer. Shit, ein Zivilist. Geht wie mein Funkgerät. Hallo? Wer seid ihr, Leute? Die guten Jungs. Alles in Ordnung? Oh, klar. Ich hab jede Menge Spaß. Sie sagten, Sie sind Programmierer? Können Sie mir helfen, ins Netzwerk zu kommen? Muss ich mich etwa herumkommandieren lassen? Wenn Sie das lokale Sicherheitssystem deaktivieren, könnte ich mir den Server ja mal anschauen. Ich kann ihn ferngesteuert deaktivieren, sobald ich eingeloggt bin. Nein, das geht nicht. Er ist in einem separaten Netzwerk. Er ist da hinten. Warum sollen wir das Sicherheitssystem überhaupt ausschalten? Das ist unwichtig. Es ist der Preis für meine Hilfe. Ich warte einfach hier. Adieu. You know.
Neu gebootet wurde. Gut gemacht. Es dauert einen Moment, bis das System wieder online ist. Sie gesehen, nicht wahr? Sie ist das Original. Ich orte Vettels Sender gerade irgendwo vor Ihnen. Seien Sie vorsichtig. Ich wurde aus ihr erschaffen und von ihr zur Welt gebracht. Wir sind ein Fleisch in zwei Körpern.
Sie ist eine Gefangene, in der Dunkelheit schwebend, wie das Ungeborene in der Gebärmutter. Ich werde sie bald finden und ich werde sie befreien. Fick, ich habe ihn wieder verloren. Scheiße. Mein Gott. Was halten Sie davon, Jin? In diesem Raum hatte jemand einen Tobsuchtsanfall. Na toll. Haben Sie auch was Nützliches? Ich sehe keine Einschusslöcher. Hülsen liegen auch keine rum. Hier wurde kein einziger Schuss abgegeben. Was hat Sie da umgebracht? Keine Ahnung. Finden Sie es raus. Also dann, los geht's. Fenton muss in der Nähe sein. Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Fast vollständige Verflüssigung. Vorsicht ist geboten. Endlich! Können Sie was wegen der Bomben da unternehmen? Verdammt! Noch ein Zivilist! Nestmutter, wir haben die Geisel gefunden. Hört sich an, als sei der Mann mit Sprengstoff verkabelt. Roger, ich schicke Hilfe rüber. Gebt ihm ein Funkgerät. Hallo? Sind Sie eine Spezialeinheit oder so? Ganz recht. Jetzt ganz ruhig, Mister... Bishop. Aldous Bishop. Aufzüge in Ihrer Nähe. Sichern Sie das Gebiet und bringen Sie das Team zu Bishop.
jemand macht sich am Sicherheitssystem zu schaffen. Vielleicht wollen die sie festsetzen. Zu sehen. Kriegt man diese Türen irgendwie auf? Leider nein. Dann müssen wir wohl improvisieren. Du bist allein? Erstaunlich, dass du so lange überlebt hast. Zurücktreten. Und tschüss. Wir sind durch. Sind Sie der Bombenexperte? Ganz recht. Keine Sorge, alles wird gut. Schaffen Sie mir das Zeug vom Leib. Bitte. Das hat definitiv ein Profi verkabelt. Soll ich mich jetzt etwa besser fühlen? Er ist vielleicht Profi, aber ich bin Meister. Feueralarm? Er wurde in einem Security-Büro auf dieser Etage ausgelöst. Schalten Sie ihn aus, damit die Aufzüge wieder funktionieren. Überprüf das besser. Bring die Aufzüge wieder online, Mann. Mr. Bishop, wissen Sie, warum man Sie als Geisel genommen hat? Sie haben nach Harlan Wade gefragt. Seine Tochter Alice und ich sind in derselben Arbeitsgruppe. Was für eine Arbeitsgruppe? Wir arbeiten an einer Studie über den Oberlin-Effekt in den letzten 25 Jahren. Warum hat uns keiner gesagt? Wo ist seine Tochter jetzt? Ihr Büro ist im Verwaltungsgebäude. Im sechsten Stock. Ich weiß, wer Sie sind. Zweiten Prototyp bezeichnen.
Schießt los, Mr. Bishop.